Eine Spende für bergmännische Krippe in der Bergkirche in Annaberg-Buchholz haben die Stadt- und Gästeführer jetzt übergeben. Deren Interessengemeinschaft hatte anlässlich des Weltgästeführertages am 21. Februar zu einer spannenden Premiere eingeladen. Unter der Überschrift »Eine Stadt im Trubel des 16. Jahrhunderts – Zeit für Veränderungen« ging es auf eine außergewöhnliche Zeitreise ins 16. Jahrhundert. Bei dieser Stadtführung begleiten der alte Bürgermeister Schwarz und seine Frau Margarete die Gäste durch die Stadt. Wir stoßen auf alte Bürgermeister, dem Kaspar Kirschner, ein Retter der Stadt St. Annaberg. Wir stoßen auf unseren Adam Ries, der bis heute vergeblich versucht, der Menschheit das Rechnen beizubringen. Wir stoßen auf unsere Barbara Uttmann, die aus ihrem Leben erzählt und ihr Leben mit dem der Katharina Bora vergleicht. Ja, und schließlich werden wir eine Szene erleben oder haben eine Szene erlebt, in der praktisch das ganze Thema der Reformation auf den Punkt gebracht werden soll. Das heißt, ein Streitgespräch zwischen dem entlaufenen Franziskaner Bruder Mikonius und dem Ablasseintreiber, dem Dominikanermönch Tetzel. Die Teilnehmer der Tour wurden dabei Teil einer aktionsreichen Inszenierung und hautnah hineingenommen in reformatorisches Gedankengut. Alle beteiligten Stadtführer haben auf ihr Honorar verzichtet und um Spenden gebeten. Am 15. März wurde der Spendencheck an Oberbürgermeister Rolf Schmidt übergeben. In den nächsten Monaten und Jahren soll das Holzbildhauerkunstwerk Bergmännische Krippe durch Podeste und eine Lichtinszenierung noch attraktiver gestaltet werden. Dazu sind auch weiter Spenden willkommen. Die Sonderführung »Eine Stadt im Trubel des 16. Jahrhunderts – Zeit für Veränderungen« ist im Lutherjahr 2017 in der Touristinformation Annaberg-Buchholz individuell buchbar.